Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hier ist wieder eure Ellie von Ellies Beauty und Fashion Ecke. Und ja, heute zeige ich euch wieder, was wir so ein bisschen bei DM eingekauft haben. Es wird ein bisschen Beauty sein und hauptsächlich eigentlich Haushalt. Aber trotzdem wollte ich es euch einfach zeigen, ja, was wir so alles eingekauft haben. Also euch so einen kleinen DM-Haul geben. Und dann fangen wir gleich mal an, würde ich mal sagen. Und zwar haben wir natürlich als erstes Toilettenpapier gekauft. Und dann auch zusätzlich dazu Küchenrolle. Einfach so, damit wir ein bisschen was auf Vorrat haben. Und dann Weichspüler, weil der ist leer gegangen. Diesmal haben wir einen geholt, himmlische Frische, ja, mit natürlichen Ölen. Genau. Keine bestimmte Duftrichtung, also Duftrichtung, himmlische Frische. Nehmen wir mal dran. Ja, riecht sehr, sehr frisch und sehr gut. Dann ein Klarspüler für den Geschirrspüler. Der ist nämlich schon fast leer. Dann haben wir noch so Backpapierzuschnitte gekauft. Die sind nämlich auch schon fast leer. Taschentücher. Dann noch einmal von Don to Dent Sensitive Intensivschutz Mundspülung. Dann Adidas Ice Drive Deo Body Spray hat sich mein Schatz noch mitgenommen. Weil seins fast leer ist. Dann haben wir noch einmal 35 Liter mit Zugband, so gelbe Beutel für unsere Plastikflaschen. Dann Denk mit Duftgel, absorbiert Gerüche, zitrusfrischer Duft und Duft hält bis zu 6 Wochen. Das haben wir uns gedacht, können wir noch ins Badezimmer noch zusätzlich reinstellen, damit es da auch immer frisch duftet. Dann Denk mit WC Blauspüler, 5-fach Power, wo wir das Klo zum Reinhängen. Dann haben wir noch geholt Airwick ätherische Öle mit Zitrusduft, also so eine Duopackung, weil wir haben ja 2 so Sprüher und beide sind schon leer. Aber ich muss dazu sagen, die sind jetzt so, so teuer geworden. Früher haben die, glaube ich, gekostet 7 Euro und noch was oder so irgendwie in die Richtung. Und jetzt kosten die schon 9,45 Euro so ein Duopack. Das ist echt, schon echt, echt krass. Ja, alles wird teurer. Dann hat sich mein Schatz noch so Multimineral-Tabs geholt zum Trinken. So Nahrungsergänzungsmittel. Dann einmal für mich noch Balea Beodorable bedruckte Tuchmaske mit Reh drauf. Also das sieht wie ein Reh aus dann, die Tuchmaske. Das ist eine Limited Edition und deswegen wollte ich die unbedingt mitnehmen. Da stand allerdings kein Preis dran und bei den anderen stand überall 95 Cent. Deswegen habe ich geglaubt, dass die auch 95 Cent kostet. Aber bei der Kasse wurde ich dann überrascht, denn auf der Rechnung stand 1,95 Euro. Ja, 1 Euro teurer wie die ganzen anderen Masken, aber was soll's. Sie ist trotzdem sehr, sehr süß und ich hätte sie so oder so gekauft. Von dem her. Dann haben wir auch noch von Balea eine Tuchmaske AHA und BHA Tuchmaske. Bin ich gespannt, wie die sein wird. Steht mit Pornverfeinern AHA und BHA Fruchtzäuren für einen natürlichen Glow und Hautbild verfeinern. Bin ich auf jeden Fall gespannt, will ich unbedingt testen. Und zu guter Letzt haben wir noch von Balea so Kaltwachsstreifen geholt. Genau. Sieht schon raus. Mit Mandelöl und Waldbeerenduft. Mit 4 Pflegetüchern zur Nachbehandlung. Bis zu 4 Wochen glatte Haut. Bin ich gespannt, ob das wirklich so funktioniert. Genau.
Und das war auch schon der kleine, aber feine Haul von DM. Ja, wir haben einfach ein bisschen was gebraucht und ein bisschen was haben wir auf Vorrat gekauft, damit wir wieder genug zu Hause haben, weil immerhin mache ich ja trotzdem noch das Project Pen, damit ich den ganzen Rest verbrauchen kann, was Cremes und so weiter anbelangt. Deswegen habe ich mich da ein bisschen zurückgehalten und noch nichts gekauft. Aber irgendwann, wenn ich dann wirklich nichts mehr haben sollte, was Cremes und Waschgel und etc. anbelangt, wird es dann höchstwahrscheinlich einen größeren Haul geben, weil da werde ich ja, sehr viel bei DM shoppen, würde ich mal sagen. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.